bin hoch erfreut. Das ist ein schönes Ergebnis. Was mich auch freut, ist, dass wir künftig mit 3 Abgeordneten in Berlin sein werden. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Frau Breymeier und Frau Stumm. In jedem Fall danke ich aber den Wählerinnen und Wählern für das für mich sehr überraschend große Vertrauen. Wir liegen weit über dem Bundestrend, sowohl bei Erststimmen als auch bei Zweitstimmen. Danke einfach, dass die Bevölkerung die Arbeit honoriert hat. Aber wir sollten auch künftig alles tun, dass wir in unserer Region zusammenstehen und gemeinsam an der Zukunftsfähigkeit von Ahlen Heidenheim schaffen. Was sagen Sie zum guten Abschneiden der AfD? Das macht mir große Sorge. Die AfD ist bundesweit bereits aufgetreten, indem sie sagten, sie wollen Merkel jagen und sich das Land zurückholen. Ich frage mich, das Land gehört uns allen und nicht der AfD. Ich befürchte erhebliche Zuspitzungen und rufe die Wählerinnen und Wähler der AfD im Wahlkreis auf, mitzuhelfen, dass Ehrenamt und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft weiterhin gewürdigt und geschätzt werden und dass Politik geachtet wird, wenn sie zum Wohle unserer Region erfolgt. Vielen Dank.